Hallo. Fangen wir mit einer ethischen Frage an, die eigentlich eine psychologische ist. Stellen wir uns einen Güterwagen vor, der außer Kontrolle gerät. Er rast auf 5 Gleisarbeiter zu, die ihn nicht sehen. Auf dem Weg befindet sich eine Weiche. Ihr habt gerade noch genug Zeit, diese Weiche umzustellen. Wenn ihr das tut, wird auf dem Nachbargleis einer überfahren werden. Also einer wird getötet anstelle von 5. Soll man die Weiche umstellen? Über 90% der Leute würden sagen, ja. Anderes Beispiel mit gleichen Zahlen. Ihr steht auf einer Brücke über den Gleisen und neben euch steht ein wirklich richtig dicker Mann. Wenn ihr den von der Brücke stoßt, dann reicht sein Leibesumfang, um den Güterwagen zum Stehen zu bringen. Also im Beispiel ist das so, da reicht das. Die gleiche Situation wie vorher. Ihr würdet einen Unschuldigen töten, um 5 andere zu retten. Und dennoch sehr viel weniger wären unter diesen Bedingungen bereit, diesen einen zu töten, wenn sie ihn selbst anfassen müssten und runterstoßen. Deshalb erscheinen Drohnen als so cool. Sie töten völlig anonym. Der Pilot sitzt tausende von Kilometern in den Vereinigten Staaten am Joystick, steuert die Drohne und löst sie aus. Mit Drohnen töten ist wie Computerspielen. Töten ist einfach. Und dennoch gab es Ende letzten Jahres einen offenen Brief von 4 ehemaligen Drohnenpiloten an ihren Präsidenten Obama. Sie fuhren Einsätze im Irak, in Afghanistan, töteten angebliche Terroristen, angeblich deshalb, weil wer weiß denn, wen sie töteten, das wissen doch nicht mal sie selber. Sie schrieben in dem Brief, dass sie von ihren Einsätzen krank geworden sind, psychisch krank geworden, posttraumatisches Stresssyndrom. Obdachlose gibt es mittlerweile unter ihnen. Und sie beschrieben den Drohnenkrieg als eine der verheerendsten Triebfedern des Terrorismus und der Destabilisierung weltweit. Drohnen fördern Terrorismus. Der Einsatz von Drohnen wird in den Einsatzorten als blanker Terrorismus empfunden. Als blanker Terrorismus. Drohnen töten jenseits rechtsstaatlicher Einflüsse. Drohnenkrieg ist Geheimsache. Zu keinem Zeitpunkt wird offengelegt, wann und wo und aus welchem Grund ein Drohneneinsatz angeordnet und durchgeführt wird und mit welchem Ergebnis. Wie viele unbeteiligte Zivilisten sind bisher getötet worden? Das weiß man nicht. Die Zahlen unterliegen strengster Geheimhaltung. Man muss sich also auf Aussteiger und investigative Journalisten verlassen. Es wird von 1400 unschuldig Getöteten gesprochen. Waren es mehr, waren es weniger? Von der US-Regierung gibt man keine Auskunft, bekommt man keine Auskunft. Und die deutsche Regierung weiß sowieso von nichts. Nächster Punkt. Wer für die gezielte Tötung ausgespäht wird, bleibt Militärgeheimnis. Menschenrechtsorganisationen beobachten, dass US-Drohnen nicht mehr nur Terroristen töten, sondern zunehmend auch deren mutmaßliche Hintermänner. Diese Opfer haben keine Chance auf einen fairen Prozess. Ist das rechtsstaatliches Verhalten? Die USA operieren auf dem Gebiet von Staaten, denen sie keinen Krieg erklärt haben. Ist das rechtsstaatliches Verhalten? US-amerikanische Drohnen töten ohne von deutschem Boden aus, ohne dass die deutsche Bundesregierung irgendeinen Einfluss darauf hat. Wollen wir das? Nein! Nein. Schwerter zu Pflugscharen, das war in den 80er Jahren die Parole von Friedensaktivisten. Das sind Worte aus der Bibel, Schwerter zu Pflugscharen. Schwerter sind es ja schon lange nicht mehr. Schwerter zu Pflugscharen und Drohnen in die Tonne. Schwerter zu Pflugscharen, das heißt Frieden durch Gerechtigkeit. Das bedeutet, was wir brauchen, ist die Stärkung von bürgerlichen, auch oppositionellen Kräften, gerade in den Ländern des Mittleren und Nahen Ostens. Und es bedeutet ebenso den Einsatz für Gerechtigkeit hier in unserem Land.
Das Geld, das für die Rüstung gebraucht wird, das Menschen der Rüstung reich macht, ist doch ganz klar. Das Geld, würde das investiert in den Aufbau von Wohlstand in Afghanistan, Pakistan, Jemen, Somalia, würde die Basis von Terrorgruppen untergraben. Effektiv. Und natürlich gehen solche militärischen Investitionen immer auch auf Kosten der sozialen Gerechtigkeit im eigenen Land. Die USA mit ihren gigantischen Militärausgaben zeigen es. Die Zahl ihrer Obdachlosen ist so hoch wie seit der großen Depression 1929 nicht mehr. Und bei uns hat die Kinderarmut wieder zugenommen. Der Bericht der Regierung hat das bestätigt. Die Kinderarmut hat wieder zugenommen. Die Unsummen für Rüstung fehlen der öffentlichen Hand. Sie fehlen an Schulen, sie fehlen für Bildung, Bildung, die wir heutzutage dringend brauchen in der politischen Auseinandersetzung. Innerer und äußerer Friede. Innerer und äußerer Friede gelingt nur durch ein grundsätzlich anderes Konzept, als es Militärs und Machtpolitiker haben. Wir glauben nicht an den Frieden durch Sicherheit, durch Bespitzelung, durch Geheimdienste, durch Überwachung. Wir glauben nicht an den Frieden durch eine Technik, die tötet wie in einem Computerspiel. Wir glauben nicht an Frieden durch Ausbeutung und ausgebeutet werden, durch Armut in drei Viertel der Welt. Wir glauben an Frieden durch Teilhabe und durch Bekämpfung von Armut. Frieden ist nur durch Gerechtigkeit möglich. Schwerter zu Pflugscharen, Drohnen in die Tonne und stoppt die Airbase in Ramstein. Danke.